Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger und es ist Sonntag. Das heißt, ich werde nochmal diese ganzen Metal-YouTuber hier so jeden Sonntag mal ein bisschen supporten, mal euch sagen, was sie Schönes gemacht haben. Und den Anfang, wie immer, bei mir die Damen. Letzte Woche leider nicht, weil es da keine Damen-Videos gab. Aber diese Woche wieder die Dead Chicks. Die Dead Chicks haben jetzt diese Woche nicht wirklich was mit Metal gemacht, sondern eher, ja, sie waren auf der Gamescom. Die Gamescom hat ja jetzt nichts eigentlich mit Metal zu tun, ne? Aber die Dead Chicks haben einen Metal-Kanal, auch Nerd-Stuff wird da gemacht. Ich mache ja auch nicht nur Metal-Sachen, bei mir geht es doch ab und zu mal Schlager. Es tut mir leid. Egal. Jedenfalls, die Dead Chicks haben ein Video zur Gamescom gemacht. Nicht von der Gamescom, sie waren in einem Wald, in einem richtig schönen Wald und haben da erzählt, was sie da so erlebt haben. Wie sie die Gamescom fanden und was sie da so gezockt haben, was sie empfehlen können und was auch nicht, ihre Impressionen mitgenommen. Ich werde euch da jetzt natürlich nicht sagen, was sie gesagt haben. Schaut euch dafür das Video der Dead Chicks an. Unten in der Infobeschreibung. Lasst den Dead Chicks ein Like da, abonniert die Dead Chicks, kommentiert das Video und alles Mögliche. Das werde ich jetzt bei jedem Video sagen. Nein, wisst ihr ja bei mir, wenn ihr meine Videos guckt, ne? Alle anderen auch natürlich liken, abonnieren und so weiter. Bei mir natürlich auch. Auch immer gerne reinschreiben, was ihr mögt. Als nächstes kommt Mosh Pit Passion. Der Kayo hatte nämlich die Band Sonata Arctica zu Gast. Ich habe immer ein Problem mit Sonata Er hatte diese Band zu Gast. Hat sie auf dem, jetzt muss ich überlegen, hat gesagt, wo sie, ich weiß es nicht mehr. Interview, Gäste, Sonata, Arctica, ja. Ist auf jeden Fall ein cooles Interview geworden, wieder alles auf Englisch. Schaut es euch an, das macht ziemlich Spaß, das Interview zu gucken, weil es echt coole Säue sind, die Jungs da. Und er hat ein Unboxing-Video zum neuen Tool-Album gemacht. Dazu, ich möchte jetzt mal gerade nicht die Meinung zu seinem Video sagen, das Video ist gut. Ich sag gerade mal die Meinung zum Tool-Album. Es ist ein 80 Euro teures Album. Wenn man nur die Musik hören will, ist 80 Euro definitiv zu viel. Es ist over, es geht gar nicht. Wenn man die ganzen Gimmicks damit einbezieht, die da drin sind, da ist so ein Bildschirm mit, weiß ich, so ein kleiner Computer eingebaut, so ein Player, und da ist auch ein super verarbeitetes Booklet und alles dabei. Ja, wenn man Tool-Fan ist und so eine Special Edition, deshalb Special Edition sieht, dann okay, aber als eine normale CD ist es einfach drüber, das ist 80 Euro zu viel. Aber das Video von ihm ist top, es ist mega. Schaut es euch an, er zeigt wirklich alles zu diesem Tool-Video, zu diesem Tool-Album, auch wie es aussieht. Er packt es für euch live vor der Kamera aus, auch aus der Folie. Schaut es euch an. Dann kommen wir zum dunklen Parabelritter, der bei der Band Insomnium in Finnland zu Gast war. Das Video hat mehr den Charakter eines Urlaubsvideos als eines Metal-Videos, wie so einige Videos von Parabelritter. Was aber jetzt nicht negativ ist, es hat halt nur nicht so viel mit Metal zu tun. Es ist halt Influencer, um das mal so auszudrücken. Aber das, was er da mit Insomnium bespricht in Finnland, weil sie haben da zur Pressekonferenz geladen, ist ziemlich geil, ist in so einem alten Ort. Man sieht da auch einige so typisch urige finnische Sachen. Es ist schon nett anzusehen, schaut es euch an, Video ist hier unten verlinkt. Und der gute Gore-Minister hat einen Haufen Videos rausgebracht, wie eigentlich jede Woche. Ich werde jetzt nicht auf jedes Video eingehen können, es ist halt nur, er hat zwei Albumvorschläge gemacht, beziehungsweise er hat zwei Reviews gemacht. Das ist einmal, ich muss gerade ganz kurz ablesen, die Band Vampiro Morphia und einmal die Band The Witcher's Dream. Beides sehr gute Videos, wo er auch in die Alben reinhört.
Die beiden kann ich euch empfehlen, sowieso Gore Minister, immer gucken, wenn euch langweilig ist, schaut ihn euch an, er hat so viele richtig, richtig geile Videos, wo man auch Spaß haben kann. Und jetzt kommt das Video vom Gore Minister, was ich am besten fand, es ist die Doku zum Turok Open Air. Das Turok Open Air ist ja an der gleichen Stelle wie das Nord Open Air ist, am Viehhofplatz in Essen. Da ist natürlich, es ist ein Video, der Gorminister kennt da quasi Gott und die Welt im Ruhrgebiet, also kennt er auch alle Veranstalter und kommt überall rein. Und da sieht man sogar in seiner eigenen Band den Kadaverfickern in Plattenladen spielen. Also ist nicht nur Turok, sondern auch da, er macht ein bisschen Mucke und hat da natürlich alle möglichen Leute vor der Kamera und hat da so ein paar schöne Bands dann, also glaube ich alle Bands, die ihr gesehen habt, dann auch vor der Kamera. Schaut euch das Video an, ist ein bisschen länger, aber kann man so nebenbei gut laufen lassen, mal reingucken und hören auf jeden Fall auch. Gore Minister, abonnieren, liken, teilen, ihr wisst, was ich meine, wie bei allen anderen auch. Der gute Skrutius war am Wolfszeit-Festival, wo er auch einen super Bericht zu gemacht hat und sehr viele Eindrücke aufgefangen hat und das Wolfszeit-Festival mir dadurch noch schmackhafter gemacht hat, als es eigentlich für mich schon war. Es ist für mich halt nur sehr weit weg, aber ich werde es auf meine Liste setzen, definitiv. Ja, Wolfszeit wollte ich echt immer mal hin, nie geschafft. Schaut euch das Video vom Skrutius an, da wisst ihr, warum ich da hin möchte. Also allein die Eindrücke, die er uns schildert, sind, ich muss da hin. Unten in der Infobox der Link dazu. Der gute Captain Drunk war beim Schlichtenfest 2019, hat da ein super Video zu gemacht. Das war so mein Video der Woche, da habe ich wirklich am meisten Spaß dran gehabt an dem Video. Schaut's euch an, es ist mega, mega, mega gut. Nein, das stimmt gar nicht, es ist gar nicht mein Video der Woche, aber es ist geil, weil es ist mega, es ist super. Schaut's euch an, es ist der Hammer, es ist lustig, er spricht da mit vielen Leuten, ist kopfüber im Pool, hat einige Bands dabei. Es ist super anzusehen. Dark Arts, das ist mein Video der Woche, muss man mal so sagen. Dark Arts mit seinen YouTube-Kollegen, der hübschen Show und dem ach so wunderbar gut aussehenden, wohlriechenden und absolut nicht eingebildeten Tigger, nämlich mir. Er hat ja die Frachtel gehabt, die er schon bei Lord of the Lost hatte. Hat er auch mit uns beiden gemacht und da ist auch noch der Tetzel mit dazugekommen. Tetzel kennt er ja, Halbgottschmiede und Frontmann von Hasenblut ist da auch mit dabei. Das Video, es ist nicht mein Highlight, weil ich dabei bin, das ist mein Highlight, weil es absolut lustig ist, das Video. Muss man mal so sagen, schöne Menschen und ich. Nein, schaut euch das Video mal an, ist natürlich auch hier unten in der Infobeschreibung mit drin. Und immer gerade da, liken, teilen, kommentieren, sich über mich lustig machen, meinen Witz doof finden, den ich da erzähle. Auf jeden Fall, schaut euch das Video an. Der wahre Lukas hat ein Video zum neuen Equilibrium-Album gemacht und gesagt und so ein bisschen erzählt über das Album, weil da gibt es ja doch so ein bisschen Kontroversen, weil das neue Album in eine andere Richtung geht als die letzten Alben von Equilibrium. Es ist ein sehr interessantes Video. Ich hatte ja auch schon mal zu meinem Summerbus-Video was gesagt zum neuen Stil von Equilibrium. Schaut euch das Video auf jeden Fall an und es ist wirklich mal ein eine andere Art von Video, als es sonst beim Lukas ist. Finde ich sehr gut, das Video ist es wirklich meine Meinung zur Band definitiv das gleiche. Also meine Meinung zum Album, zur Band, was auch immer. Lasst ihm ein Like da, abonnieren, teilen, kommentieren. Ja, abonniert ihn. Hellcow hat ein Video über seinen Kanal gemacht, so wie er seinen Kanal gestaltet, weil er ist ja nicht als reiner Metal-YouTuber, wollte er das machen, hat er gesagt, sondern was er da sonst noch so macht, werde ich jetzt natürlich auch nicht sagen, ne? Also schaut euch das Video vom Hellcow an, es erklärt so ein bisschen seinen Kanal, was er gerade so macht, was er plant, unten in der Infobox.
Und der gute Siffi, Dark Siffler, hat ein Video zum Wallesau Festival. Wie heißt das? Wallesau ist blau gemacht. Das war ein FAQ. Ist jetzt kein Festival-Video, ist ein FAQ. Festival ist jetzt vorbei, wenn das Video online geht. Also ich nehme es jetzt Samstagabend auf, aber da läuft es noch. Aber morgen früh, Sonntag, Video geht Sonntag online, ist das Festival vorbei. Aber Siffi hat auch was gemacht, also muss das hier erwähnt werden. Ne? Auch der schönste YouTuber Bayerns muss erwähnt werden, meiner Meinung nach. Und schaut euch mal die alten Videos von Siffi an, die sind lustig. Die ganz alten. Hi Siffi. Dann kommen wir zu einem nicht-deutschen YouTuber, nämlich Jared Dines. Wer meine alten Videos kennt, weiß, dass ich Jared Dines sehr schätze als YouTuber. Das ist halt Multitalent, Musiker, es spielt ja alles mögliche, alle möglichen Instrumente. Er könnte eine Metalband alleine spielen, wenn er sich klonen würde. Er hat vor einiger Zeit ein Video mit Stevie T zusammen gemacht. Das ist Stevie T ist meiner Meinung nach sogar noch der bessere Gitarrist von beiden. DBT und Jared Dines ein Gent-Video, ist das Gent 2019, wo sie gegeneinander antreten. Der eine hat eine 18-Seiten-Gitarre, der andere eine 20-Seiten-Gitarre. Es ist ein lustiges Video und dazu hat er ein React-Video gemacht zu seinem eigenen Video. Es ist sehr lustig, erklärt er einiges, was da passiert, wie das Video abgelaufen ist. Erzählt ein bisschen was Privates, schaut euch auch dieses Video an, das ist natürlich auch hier unten in der Infobox. Was ich euch noch für einen Kanal empfehlen möchte, der diese Woche zwar kein Video rausgebracht hat, ist Full Heavy Metal von der Saskia. Die macht Videos mit Bands, sie geht auf Festivals, holt da Leute vor die Kamera, macht Interviews. Auch eine ganz nette, die habe ich auf dem Summer Breeze getroffen und leider vergessen in meinem Summer Breeze Rehab zu erwähnen, weil ich habe ja sonst alle erwähnt. Hi Saskia, auf jeden Fall. Abonniert die junge Dame, die hat leider zu wenig Abonnenten, noch weniger als ich. Das sollte sich definitiv ändern bei dem Content, den sie macht, weil sie hat Bands vor der Kamera als Interviewgäste und schaut es euch an, es lohnt sich definitiv, die Dame, was sie für Leute vor die Kamera holt, sollte definitiv mehr Klicks bekommen. Und deswegen abonnieren die Saskia und ihr Full Heavy Metal wird unten auch nochmal in der Infobox verlinkt. Ja, und meine Videos natürlich solltet ihr euch auch anschauen. Ich habe ja nochmal ein Rehab, so ein Rückblenden-Video, nicht Rückblende, sondern so ein Erzählvideo zum Summer Breeze gemacht. Das könnt ihr euch jetzt nochmal hier oben anschauen. Ja, das war's von meiner Seite von den Videos her und ich habe da so ein bisschen auch noch was erzählt über Summer Breeze. Ansonsten schaut euch alle meine anderen Videos hier auch noch auf dem Kanal an, wenn euch das Ganze interessiert. Wie gesagt, mittwochs immer der Metal-Mittwoch. Hashtag Metal Mittwoch, wo alle YouTuber, also nicht alle, aber viele YouTuber, da was rausbringen. Ne? Und sonntags hier immer Metal auf YouTube, YouTube Metal, wie soll ich es nennen? Ich nenne es Metal auf YouTube oder YouTube Metal. Da ist ja auch scheißegal, wie ich es nenne. Hauptsache, es kommt sonntags raus, wo ich über die YouTuber rede. Den YouTubern gefällt's, mir gefällt's, ich hoffe, euch gefällt's. Uns gefällt's allen, das ist perfekt. Dürft meinen Kanal gerne abonnieren, das wird mich sehr, sehr, sehr freuen. Ein Like natürlich auch. Aber und wenn es euch nicht gefällt oder wenn euch es gefällt, schreibt mir das unten in die Kommentare. Schreibt mir, über welche YouTuber ich reden sollte. Es gibt ja vielleicht noch welche, die ich gar nicht kenne. Müssen ja keine Deutschen sein. Ne? Ich spreche nämlich auch andere Sprachen. In erster Linie Englisch und ich verstehe Niederländisch. Französisch geht gerade so. Ansonsten Übersetzer. Übersetzer gibt es immer. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wen ihr hier gerne sehen würdet, was ihr von meinen Videos haltet. Und ansonsten würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.